Wie und wann pflegt man die Narbe nach einem Kaiserschnitt richtig? Ein Kaiserschnitt ist eine Operation, die mit gewissen Risiken verbunden ist. Auch Schmerzen gehören leider dazu, die vor allem von der Kaiserschnittnarbe ausgehen. Unmittelbar nach der Geburt sollte man die Narbe deshalb in Ruhe lassen. Werden nach circa einer Woche die Fäden gezogen, kann man vorsichtig mit der Narbenpflege beginnen. Dafür mit dem Finger von oben und unten von der Kaiserschnittnarbe wegstreichen. Dabei keinen Druck ausüben. Klappt das gut und schmerzfrei, kann man im zweiten Schritt versuchen, vorsichtig über die Narbe zu streichen. Im dritten Schritt könnt ihr hoch und runter über die Kaiserschnittnarbe streichen. Kombiniert diese drei Übungen morgens und abends für mindestens 3 Monate, um das Gewebe wieder dehn- und belastbarer zu machen. Zur Massage eignen sich spezielle Narbencremes, aber auch Salben aus Ringelblumen oder Bachblüten sind gut. Mit Kokosöl tut ihr Haut und Narbe etwas Gutes. Es spendet Feuchtigkeit und schützt die Narbe vor Viren und Bakterien, denn die enthaltene Laurinsäure wirkt antibakteriell. Auf Nummer sicher bei der Pflege der Kaiserschnittnarbe geht ihr, wenn ihr euch von eurer Hebamme oder Ärztin beraten lasst.